Ja, wie du sagst, Sie haben der Mannschaft gerade vom Trainingsspiel gesagt, sie sollen zeigen, dass sie mit Freude hier sind, dass sie einen Spaß haben hier in Bratislava. Ist es so vielleicht auch ein Ausdruck, dass man das 1-8 vergessen machen wird dann? Ja, ganz sicher. Wir haben das nochmal miteinander angeschaut. Wir haben gesehen, was wir sicher gar nicht gut gemacht haben gegen Bosnien. Und das wollen wir sicher jetzt korrigieren. Wir wollen morgen Abend schauen, dass wir ein anderes Auftreten haben. Dass wir vor allem die Fehler, die wir gemacht haben, dass es die nicht wieder passieren. Das ist ganz wichtig. Denken wir trotzdem, Slowakei, die haben nur 1-1 Aussatz gespielt in Litauen. Die werden auch heiß sein, dass sie gewinnen. Wird auch eine schwierige Aufgabe. Ja, ganz klar, die sind natürlich jetzt unter Druck. Es ist ihr erstes Heimspiel in der Quali. Sie haben gehofft, dass sie in Litauen gewinnen können. Sie haben fast ein bisschen Glück gehabt, dass sie nicht verloren haben. Nicht so gut gespielt, was sie jetzt auf dem DVD gesehen haben. Also auch sie sind natürlich bestrebt, eine Reaktion zu zeigen vor einem eigenen Publikum. Wird sicher ein schwieriges Spiel für uns. Aber ich bin schon zuversichtlich, dass wir in verschiedenen Situationen, wo wir uns einfach ungeschickt verhalten haben, wo wir es gar nicht gut gemacht haben, wo wir es den Bosnier, ob schon das eine gute Mannschaft ist, aber wir sie ihnen viel zu einfach gemacht haben, dass wir das morgen Abend besser anbringen. Personell, wie schaut es aus? Der Thomas Beck konnte ja schon am Freitag spielen. Mario Frick trainiert da auch wieder mit. Klappt es bis morgen dann auch zum Spiel? Ja, Thomas geht ganz sicher, das ist kein Problem. Mario müssen wir schauen, er hat jetzt heute mittrainiert, aber so 60-70%. Und jetzt hat er heute wieder Pflege natürlich, schauen Sie, dass sie das anbringen. Und dann wird sich sicher morgen bei einem Test, und das kann er nicht erst im Spiel machen, das muss halt vor dem Spiel passieren, wird er dann entscheiden können, ob wir eventuell mit ihm anfangen können oder nicht. Ja, Peter Jele, 1-8 am Freitag verloren gegen Bosnien-Herzegowina, eine herbe Schlappe. Hast du auch schon lange keine 8 Tore mehr kassiert? Ja, das ist richtig. Ich glaube, das letzte Mal war ich mit 16 oder so, wo wir gegen Deutschland gespielt haben. Und so eine Niederlage ist für einen Goalie natürlich immer extrem bitter. Aber es ist passiert. Wir haben es analysiert und ich glaube, wir wissen, was es braucht, um da in der Slowakei viel besserer Fußball zu spielen. Und es ist keine Zauberei, sondern es sind einfache Sachen, die wir mit Herz so erreichen können, wenn wir es wollen. Und das muss unser Ziel sein, dass wir mit einer unglaublichen Leidenschaft auftreten morgen Abend. Wie schwierig ist es aber, dieses negative Erlebnis, diese hohe Klatsche aus den Köpfen rauszubringen? Gerade vielleicht auch von den Jungen. Bei den Eltern vielleicht geht es vielleicht ein bisschen schneller. Ja, klar ist es nicht einfach so schnell zum Wegwischen, aber ich glaube, das ist eine Qualität von einem Sportler, dass er solche Sachen wirklich abschliessen und sich wieder aufs Neue kann fokussieren. Und das haben wir auch angesprochen im Team, dass wir jetzt die Chance wieder haben, um ein anderes Gesicht zu sagen am Dienstagabend. Und das werden wir probieren.